Hallihallo, Hallöchen. Ja, wir müssen in den Voyager Cluster, genauer gesagt, Columbia Nephoron Voyager Cluster. Dann wollen wir mal sehen. Voyager Cluster, sind wir da schon? Keine Ahnung. Achso, ich müsste noch mal kurz das hier fertig checken, ob ich da schon. Ja, das dachte ich mir schon. Dass wir hier das noch nicht ganz hatten. Ich habe alle Datendisks gefunden. Das ist jetzt beeindruckend. Jetzt bräuchte ich noch die Insignien, die Torianischen. Und dann wäre ich komplett fertig. Columba, ich bin im Voyager, ja? Na, da haben wir ja noch gute Chancen, dass wir die Turianischen Insignien finden können. Ja, das ist der falsche Planet, aber wir können ihn eventuell erkunden. Schade nicht. Na, gucken wir uns erstmal die Planeten an, ob wir da noch was. Medaillon gefunden. Sehr schön. Stimmt, die müssen wir ja auch noch finden. Medaillons und Insignien. Ah, schade. So, wir sind ja eh in dem System. Da kann ich noch mal kurz gucken, was mein Tagebuch sagt. Aber wir haben die proteanischen Datendisks. Jetzt fehlen nur noch Salarianer IDs und Liga-Medaillons. Und die Insignien sind auch schon weg. Okay. Okay, gut. Das finde ich schon mal ganz cool. Dann haben wir das meiste schon an Aufgaben, die man immer hat. Egal, ob man sie annimmt oder nicht. Habe ich dann schon erledigt. Das ist richtig cool. Hm. So, dann fahren wir doch zuallererst mal zur Anomalie. Nein, wir holen uns noch das Metall ab, weil wir es können. Nicht, weil wir es brauchen, weil wir es können. Vorne. Wenn ich nachher drauf gucke, dann haben wir hier bestimmt insgesamt 95% von allen Metallen gefunden. Bis auf jetzt da, wo wir eben. Oh shit. Bis auf da, wo wir jetzt nur zwei auf dem Planeten oder eins gesucht haben, da könnten wir noch mehr rausholen, aber muss ja nicht sein. Selten. Jetzt finde ich auch noch. Komischerweise finde ich jetzt noch häufig selten, ne? Gar nicht mehr so viel Schwer- oder Leichtmetall, einfach nur noch seltene Metalle und seltene Elemente. Was zwar in den meisten Fällen dann tatsächlich Metall ist, aber naja. Was haben wir denn? Da, das sieht einfach nur nach einer komischen Felsformation aus. Oder nach. Ja. Sehr dunklen Riss im Stein. Ja, liegt leider nichts drin. Kein ID-Tag. Kein Medaillon. Naja. Wir werden sie schon finden. Wir durchsuchen ja jetzt alles. Wir haben ja auch, denke ich. Ja, 100% der Aufträge würde ich nicht sagen. Ja, gefunden. Wir haben bestimmt nicht alle gefunden. Also ein, zwei werden uns durch die Lappen gegangen sein. Einfach weil ich mit irgendwem aus Versehen nicht geredet habe oder der schon den Auftrag irgendwie nicht mehr löst, nicht mehr annehmbar ist oder wie auch immer. Irgendwas gibt's immer, was man übersehen hat. Mumifizierter Salarianer. Wenn ich jetzt da die ID. Jetzt müsste ich ja eigentlich da einen ID-Tag finden. Ah. Klar, es ist die Leiche von einem Salarianer. Und der hat natürlich seine Identifikationsnummer
dabei, was ja die ID ist. Da sieht mal einer an. Das sieht nach menschlichen Gegnern aus, also nach fleischlichen Gegnern aus. Die können wir durchaus mal selbst erledigen. Der XP wegen. Das ist ein Servos Antipanzerwaffe. Okay. Gut, dass ich da ausgestiegen bin. Noch mehr Antipanzer. Okay. Wow, meine Waffe hat sich überhitzt. Das ist schon krass. Nein! Scheiße. Los, los, los! Oh, Mist. Ah, diese Sniper. Echt ärgerlich, die Jungs. Gut, immerhin wissen wir jetzt, dass wir das salarianische ID-Tag finden. Das wäre dann das Letzte, was wir finden müssen. Dann fehlen nur noch die Medaillons. Also irgendwelche. Ich denke mal, das sind bei denen sowas wie Abzeichen bei uns. Ehrenverdienstnadel oder was auch immer es da gibt. So gut bin ich da nicht. Guck mal, wir sind voll drauf gelandet. Na? So. Torium-Frankraum entdeckt. Tada! Mastermind. Wenn ich jetzt zurückfahre, den Abhang wieder runter, Bretter, hilft mir das wahrscheinlich nicht unbedingt beim Salarianer. Weil ich hier unten auch durch unwirkliches Gelände muss, aber hier unten man seinen, so ein bisschen die Führung durchs Tal und man kann nicht ganz so tief fallen und es ist auch nicht so ärgerlich, wenn man mal irgendwie komisch aufkommt und dann fällt. Naja. Das wäre, denke ich mal, auch der normale Weg, den man fahren würde, wenn man jetzt nicht auf die Metallvorkommen achten würde. So, der Salarianer lag ja sowieso in einem Tal drin, ne? Ob ich da vorher über einen Hügel kommen muss, ist ja dann eigentlich wurscht. Doch hier unten irgendwo. Oder lag der in der am Anfang irgendwo dieser Schlucht? Auf der anderen Seite von dieser Hügelkette. Aber ich denke mal, das ging jetzt immer noch schneller. Ja, da liegt er. Immer noch schneller als wäre ich über die Berge gefahren. So, dann wissenschaftliche Einrichtungen, willkommen. Dieses Mal ein wenig vorsichtiger. Vielleicht fange ich auch mit Snipen an, sobald ich sie sehe. Doch mal einer an. Da stehen sie doch, die armen Schweine. Und warten nur drauf, dass einer ihnen die Rübe wegballert. Panzereinheiten. Komisch. Können die irgendwie ein Schutzschild aktivieren? Der kann nicht, der bewegt sich jetzt auf jeden Fall. Was so gut ist. Eher weniger. Ich sollte näher ran. Die Sniper sind ja jetzt weg. Jetzt sind nur noch die Antipanzer übrig. Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so klug. Los, los, los! Los, los, los! Ja? Achtung! Ja. Los, los, los! Nur
hast keine Zeit, irgendwas anzurichten. Was zur Hölle? Unglaublich. Naja, gut. Noch einmal. Moment, wir sind noch im Kampfmodus. Da hinten gleitet der Rest einer Kiste dahin. Sehr interessant. So, speichern wir noch einmal. Damit wir hier nicht von vorne anfangen müssen. Wäre ja blöd. Oh, mittlerweile habe ich wieder 7 Granaten. Ah, ich war auch auf der Norm. Das hat ja nicht immer was zu sagen. Dass ich da meine Vorräte soweit auffüllen. Ach, verdammt, ich hätte noch. Mist. Na gut. Ich hätte das Ganze noch ausräumen müssen. War ein bisschen blöd platziert. Aber gut, das schaffen wir schon. Das nächste Mal fliegt die Granate direkt in die passende Ecke. Haben wir hier eigentlich noch was liegen? Das kommt mir nämlich so vor, als könnte hier noch was sein, aber anscheinend nicht. Sehr interessant, Dinge aus Beton zu sehen, die hier rumliegen. So als Baumaterial, wo man immer nur Stahl und Metall sieht. Los, los, los! Okay. Bessere Chancen zu überleben. So bringt ja auch nichts. Ja, Granate war nicht schlecht. Was zur Hölle? Wo kam der denn Schuss denn wieder her? Oder war das Friendly Fire? Mit der Sniper reingehen sollte? Keine Ahnung, glaube ich eigentlich nicht. Naja, doch, vielleicht schon. Wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ne? Ist doch egal. Brauchen wir eh wieder was von Universal. Bleibt hier stehen. Ich locke sie an. Aus Scharfschütze, wo immer du auch bist. Ich mache ich fertig. Das will ich sehen. Her. Ich krieg euch sowieso allesamt. So, Freunde. Spielt ihr mal die Vorhut? Ich helfe ein wenig nach, wenn sie ihre Schilder und so weiter verloren haben.
sollte mich zurückziehen. Tja. Und ah, verdammt, die hing am. Die hing an der Kiste. Die Frage, hat die Person das überlebt? Nimm mich doch mal an. Gut, schicken wir mal Garrus ein wenig los. Der sollte ja auch ein bisschen Spaß haben. Ja, was ist denn jetzt los? Wunderbar. Toller Scharfschütze bist du. Einer, der keine Antwort auf Nahkampfangriffe hat. Genau, langsam wieder folgen. So, wir haben noch einen. Einen Scharfschützen. Oh, komm schon. Also, das war jetzt von mir eine blöde Vorstellung. Das war nämlich schlecht, ich habe kaum was getroffen. Naja, gut. Dafür müssen wir bei der Schrotflinte auch zielen. Das ist ohne Zielen ist das bei dir ein bisschen schlecht. So, gehen wir erstmal dahin, wo kein Ausrufezeichen ist. Hätte ja sein können, dass hier auch noch Gegner sind. Ist ja wurscht. Wir haben ja hier nichts wirklich Interessantes vor uns. Dann produzieren wir halt ein wenig Universalgel. Stört ja niemanden. Ich meine, die Dechiffrierung mache ich ja. Oh, verdammt. Die Dechiffrierung mache ich ja trotzdem noch. Demnach kriege ich ja auch die Erfahrung dafür. Und das sollte uns dann. Ah, Glück gehabt. War knapp. Aber hat gepasst. So. Haben wir noch irgendwas hier? Naja, gut. Medikit. Mit einer leichten Dechiffrierung haben wir ja auch noch was. Chamäleon 5. 9. Interessant. Aber das haben wir in Stufe 10, soweit ich weiß. Ne? Eine Granate haben wir dazu bekommen. Wunderbar. Dann könnten wir noch eventuell, wenn denn nötig, etwas sprengen, aber ob die Datenbank aktiviert sich selbst. So schnell wie möglich kopieren Sie möglichst viele Daten auf einen internen Computer Ihres Kampffahrzeuges. Nach Entladung des Speichers deaktiviert sich der Computer. Die Dateien sind sicherlich verschlüsselt, aber sie haben genug Zeit für die Dechiffrierung. Ein Alarm geht los. Das würde aber bedeuten, eigentlich müssten mehr Gegner auftauchen jetzt, aber dann ist die Frage, woher? Ob die dann oft in diesen Kisten, ja, Roboter höchstens, die in den Kisten gewartet haben, aber das wäre ja dann lächerlich, die nicht für den Kampf zu benutzen, sondern erst zu rufen, wenn Alarm ausgelöst wird. Wenn der Alarm nur dadurch ausgelöst wird, dass einer unbefugt an den Computer geht. Hm. Oder eine Selbstzerstörung würde ich dran.